Herzlich willkommen zum Hearthstone-Stream. Reumeier. Oh, ganz klar, ich bringe jetzt den Satz zu Ende. Reumeier hat sich einen Milrogue gewünscht und den will ich ganz gerne den Wunsch erfüllen. Dafür muss ich erstmal wieder Platz machen. Und um Platz zu machen, wird ein Deck gelöscht, und zwar der Aggro-Druid. Und jetzt, um zur eigentlichen Aussage zu kommen, spiele ich den Aggro-Druid. Weil das klassische Abschiedsmatch, bevor ich das Deck lösche, steht ja noch an, so zumindest eine Abschiedsrunde. Was ich gerade eigentlich, warum ich jetzt völlig neben der Spur war, der Spur ist ein bisschen übertrieben, aber Laura ist da. Laura, so strange. Wie fangen wir denn an? Ich habe nicht so viel, habe leider nicht so viel Ramp, wie ich ganz gern hätte. Ich suche natürlich nach der Streiterin von Danassos, nach Anregen, solchen Geschichten. Deswegen, aber lebendige Wurzeln ist sehr stark, das behalte ich mal. Auf jeden Fall Laura, meine Lieblingszuschauerin. Klingt ein bisschen gemein. Irgendwie klingt immer so komisch dann. Aber Laura ist so lange schon dabei. Das erste Mal ist mir, glaube ich, richtig bei Enslaved aufgefallen. Und seitdem ist halt Laura dabei und auf GameTube und dann später auch auf meinen Kanal so aktiv. So, es lohnt sich nicht so richtig, Anregen jetzt hier zu nutzen oder irgendwas anderes. Und Laura ist halt so selten im Stream dabei. Auf YouTube immer sehr aktiv, in den Kommentaren. Aber so selten im Stream. Und deswegen freut es mich gerade sehr, dass du auch mal im Stream dabei bist. Wo soll ich zuschlagen? Jetzt mal aufs Spiel konzentrieren. Fällt mir gar nichts mehr ein. Aber ein ganz okayer Start jetzt. Mit dem Druiden draußen. So gut wie erledigt. Okay, ohne Combo. Ich habe den Tiger im Tank. Machen wir es so. Und die Frage ist jetzt, spiele ich die lebendigen Wurzeln? Mache ich 2 Schaden an ihm? Oder nutze ich die eher zum Traden? Ich verschenke ja ein bisschen Schaden. Machen wir es so. Dann bin ich nicht ganz so anfällig gegen zum Beispiel einen Dolchfächer. Fan of Knives, Englisch. Das könnte nämlich sonst sehr wehtun. Ah, jetzt wäre es so rum, wäre es natürlich besser gewesen. Ah, das soll man mal vorher wissen. Gehen wir rein, vom Tempo liegen wir noch ganz gut. Jetzt wäre es natürlich andersrum besser gewesen. Fucking den, fucke die Fuck. Dann halt noch nicht. Gucken, ob ich gleich den Lothab spiele, je nachdem wie sein Board aussieht. Ne, schauen wir mal. Okay, das war eine kurze Runde. Das war nicht die klassische Aggro-Druid-Runde, wo wir den relativ gut rausgerampt haben. Und Snobita, 3 Monate am Stück abonniert, sehe ich gerade. Ja, danke Snobita. Schon wieder 3 Monate rum, ja, geht so schnell manchmal. Natürlich bei diesem hochwertigen Content vergeht die Zeit wie im Flug, verstehe ich schon. Nein, vielen, vielen Dank für 3 Monate Abo und für deine Unterstützung hier auf Twitch. Ich muss die Wildnis schützen. Streiterin von Danassos gefällt mir sehr gut. Ein One-Drop wäre natürlich gut. Ah, da kommen die lebendigen Wurzeln. Sehr schön. So. Richtig schön wäre es, wenn er die Streiterin von Danassos nicht gleich killen kann. Dann kann ich in der dritten Runde den bemannten Schalter rausspielen. Und dann haben wir schon mal einen ordentlichen. Einen ordentlichen Play. Snobita
auch gleich mit dem Tiny Finn Emote im Chat dabei. So muss das sein. Elun, führe meine Lanze. So muss das sein. Gucken wir mal, ob das was hat, um das Egg gleich zu pushen. Natürlich. Auf in die Schlacht, Mann. Ey, ist unglaublich. Natürlich hat er zwei One. Ey. Da Krischen halt, du. Für die Wildnis. Da krieg ich einen Hals. Schrei ich den ganzen Tag an, wenn ich dazu Bock habe. Ich den erst zum Schweigen bringe. Und dann das, den Trade mache. Sonst kommen da die blöden 1-1er raus. Ich muss das Land bewachen. Zwei Schaden muss ich ja trotzdem irgendwie auch noch machen. Das war's. So. Sieben, neun, okay, ouch. Ja, kein so schöner Start jetzt. Ich komme aus der Leere. Ja. Das reicht manchmal eine so eine Runde, genau wie umgekehrt, um das Spiel zu verlieren. Ich gebe mich geschlagen. Dass er mit dem Egg und den zwei die Streiterin wegmachen konnte. Das hat leider gereicht an der Stelle. Und der Follow-up dann. Durch den Verteidiger von Argus. Sonst hätten wir die nämlich alle weggekriegt. Naja. Gönnen wir das dem Spinner. Der wird nie wieder ein Spiel gewinnen. Verrate ich euch. Gegen Uta. Gegen Uta. Uta. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Ja, was OnlyVD schreibt, ich hätte noch mit dem Force was machen können, aber irgendwie. Gerade in der Leder muss man auch nicht manchmal so viel Zeit verschwenden, wenn das offensichtlich gerade nichts bringt, die Runde. Kann man auch manchmal auch sagen, tschüss, vielen Dank für die Runde, wir sehen uns dann ein andermal. Oh, Secret. Secret Paladin. Der Liebling. Der es easy geschafft hat, den Facehunter als größtes Arschdeck abzulösen. Okay, ich gehe mal davon aus, dass es ein Noble Sacrifice ist. Okay, doch nicht. Legt diesen Apfel auf euren Kopf! Eine Erlösung. Schau mal, ob das wirklich so viel Erlösung für dich ist. Melde mich zum Dienst. Gut,
Coin muss ich jetzt noch nicht benutzen. Ach, so ein starkes Board. Das ist praktisch der bemannte Schredder für Arme. So. Moin. Schau mal, ist es. Ah, da ist das. Heldenopfer. Moin. Was bekomme ich? Ein Leerwandler. Na dann. Ja, Ich habe den Tiger im Zahn. Ich habe noch einen Prankenhieb, ein Swipe. Damit könnte ich die nächste Runde ganz gut wegnehmen. Gucken, ob Runde 6. Das ist mal ziemlich nice. Ich muss das Land bewachen. Muss ich wirklich das Land bewachen? Bin ich ganz sicher, ob ich das Land bewachen muss. Sonst habe ich auch nicht so viel Vernünftiges zu spielen irgendwie. Ich muss das Land bewahren. Wer ich bin, geht da ist der mysteriöse Ritter. El mysterioso Ritter, eh? Was ist denn da los mit dem mysteriösen Ritter? So, fangen wir damit mal an. Das heldenhafte Opfer. Noch eine Erlösung. Ja, in der Tat. Und ein Rächer. Kein Rächer. Das ist echt interessant. Warum baut man denn ein Deck ohne Rächer? Oder er hat es auf der Hand. Was irgendwie aber auch nicht so geil wäre. Ich glaube, ich werde mit dem Prankenhieb arbeiten. Mit dem Swipe. Gucken wir mal, was wir für eine Hero Power bekommen. Ist mit wildes Brüllen eigentlich ziemlich gut. Ist es dann, wie heißt das hier? Competitive Spirit? Heißt das auf Deutsch? Wetteifern? Oh, ein Crucible Champion. Na, der ist recht gut für ihn. Die Möglichkeit, ein bisschen zurückzukommen, sah ein bisschen mau aus gerade für ihn. Da gibt es nochmal eine Chance zumindest. Keine Spells nächste Runde. Ich habe den Tiger im Zahn. Wetteifer, in der Tat. Na, vielleicht auch eher Streit mit dem Last ausspielen sollen, das mit einem 2, 3, 4. Messer werden
wahrscheinlich nicht da treffen. Dann mache ich lieber so, dass die Messer dann vernünftig treffen. Elun, führe meine Lanze. Melde mich zum Dienst. Aber selbstverständlich. Der gute Zahnradhammer. So, jetzt können wir noch einen Minion runternehmen, den Sir Finlay. Das gute Anregen. Ich finde es auch nicht so viel. 3 plus 3. Reicht noch nicht ganz aus. Für Elun. In den Kampf. Für die Wildnis. Melde mich zum Dienst. So, haben wir noch ein paar Sachen, die wir dann den Schaden schon noch machen können. Vor allem kann jetzt kein Silberhand-Rekruten einfach so killen. Ich frage mich, ob. Hey, Rocky, frag, ob wir ein Dying Light Let's Play haben. Doch, haben wir auch. Melde mich zum Dienst. Muss halt mal gucken auf GameCube. Das hätte auch nochmal vorgestellt. Man muss, weil das gerade im Twitch-Chat diskutiert, man muss natürlich das, die Zeit nutzen manchmal. Und wenn dann die Lunte schon brennt, muss er halt cool bleiben. Klappt nicht immer. Klappt nicht immer. Dann noch cool zu bleiben, alle Plays zu machen, aber manchmal überlegt man halt vorher doch eine Weile. Sie haben auch mal die Zeit runtergesetzt, glaube ich, von 90 auf 75 Sekunden. Wenn ich mich nicht irre, und ich irre mich bekanntermaßen so gut wie nie. Messerjongleur und lebendige Wurzeln kann eine nette Kombo sein. Streiterin von Danassos, schade. Oh, mit Coin ist sie nochmal stärker. Dann fange ich einfach hier mit damit auf der 1 an. Da kann man nämlich manchmal schon entweder eine Hero Power provozieren oder was anderes. Wodurch man das in der zweiten Runde leichter hat und die Streiterin von Danassos wahrscheinlich liegen bleibt. Also man hat auch einfach einen guten Play, wenn er halt dann doch ein Minion ausspielt mit den beiden Schößlingen. Okay, the fuck kommt jetzt. Ja, moin. Das Rohr. Da freut sich die Nina bestimmt gleich wieder. Ja, wäre natürlich schöner gewesen, wäre das mit 2 HP vielleicht rausgekommen. Hätte ich den Trade noch gemacht in der Runde. Mal schauen, wie er das jetzt machen kann. Oder machen wird, besser gesagt. So geht's natürlich auch. Okay, das war interessant. Elun, führe meine Lanze. Damit habe ich in der Tat nicht gerechnet. Dann kann ich jetzt aber glücklicherweise. Das so spielen, dann hat er keinen Mana. Ich habe einen Mana eine Runde mehr gehabt. Ich bin jetzt ein bisschen gewundert, dass er es so gespielt hat. Aber. Ich
Ich muss das Land bewachen. Na, nice. Überlebt sogar noch eine Runde. Mein Popcorn. Anregen, ja, die Combo wäre natürlich, wenn man die Combo spielen, das ist irgendwie nicht so ideal. Für die Wildnis. Wem steht noch dessen Abenteuer? So, Sir Finlay. Verstärkung ist gar nicht schlecht. Nämlich mit wieder mit wildes Brüllen. Eigentlich eine ganz nette Kombo. Machen wir noch mal ein bisschen Schaden. Azurblauer Drache. Ich glaube, ich spiele die Combo einfach mal. Dann kann ich mich alles vom Board nehmen und ein bisschen Schaden. Wenn ich es kostet 9 mal, mir fehlt immer noch 2 so rum. Ja, dann spielen wir es halt noch nicht. Wie ich sehr weise erkannt habe. Melde mich zum Dienst. In den Kampf! Aber selbstverständlich. Ich bin einfach mal ein bisschen greedy. Hoffentlich geht es nicht nach hinten los. Spoiler Alert, es geht immer nach hinten los. Außer dieses Mal. Diesmal geht es nicht nach hinten los. Ja, macht Hero Power den 1-1er weg. Nee, okay, so greift er. Ne? Dann bleibt sogar doch einer mehr liegen. Du, meine Güte. Und er geht aufs Face. Er ist auch greedy. Ja, dann. Wie viel Schaden kann ich damit machen? Das sind immer schon mal, dass ich jedes Mal neu andenken muss. Das sind halt 6 Schaden. Das ist immer schon mal 14 Schaden. Und plus 6 sind 20 Schaden. Reicht noch nicht ganz aus, ne? Leider. Jetzt 8, 11, 15, 19, hä? Kann nicht zählen. Ich weiß es nicht. Eigentlich ist das gar nicht so schwer. Das sind zusammen immer 14 Schaden. So, und dann lagen 3. Ich habe den Damage von denen, die schon liegen, nicht mitgezählt. Ich habe nur den Bonus-Damage berechnet, deswegen. Ich habe nur gezählt, dass die 6 Schaden so machen, dabei machen die ja selber schon 1, 1 plus 3. Machen selber schon 5 Schaden. Die 5 Schaden habe ich vergessen. Ab ins Bett, Martin. Nein, nicht ab ins Bett. Es ist nachmittags. Ich esse eine Schokolade. Das hilft besser. Ich bin tatsächlich noch so ein bisschen trödelig im Kopf. Man merkt es. Ich will jetzt mal so eine geile Aggro-Dude-Runde. So mit Teufelshäscher. Oder noch mehr Ramp-Action. Das lässt gerade noch ein bisschen auf sich warten. Was ist denn da los? Zum Abschluss des Aggro-Tools. Gegen Rexha. Lass die Jagd beginnen. Ich muss die Wildnis schützen. Anregen ist ganz gut. Vielleicht mache ich das mit dem gesatteten Raptor. Der Rest ist irgendwie nicht so spannend. Das ist lame. Ziemlich lahme Hand. Entschuldigung, die Schoki brauche ich gerade. Ziemlich lahme Hand mit Naturgewalt und Pranken. Was soll denn das denn? Und ja! Fuck you. Wenigstens kann ich den Lepra-Gnomen wegnehmen. Nina fragt, was das für Schoko ist. Es ist Lindschokolade. Ich hatte noch einen Adventskalender von, jetzt kommt 2014. Und der war mir immer zu schade, den zu essen. Will ich jetzt nicht darüber diskutieren, warum ich so drauf bin. Und jetzt dachte ich irgendwann so, ja, aber es ist auch schade, wenn die Schokolade langsam schlecht wird, so im Laufe der Zeit. Und deswegen habe ich ihn jetzt einfach aufgemacht, meinen Adventskalender von 2014. Ich dachte, das wäre dann gar nicht so verkehrt jetzt.
sind wir noch nicht so greedy an der Stelle. Schauen wir mal runter. Oh, das ist aber ein mieser One-Drop. Ist noch lecker. Man merkt ein bisschen, dass es nicht super neu ist, aber ist noch lecker. Das ging jetzt ein bisschen nach hinten los. L-Face Hunterino. Bisschen zu viel Face gehuntet. Jetzt will er dann nochmal nicht mehr so viel auf die Fresse bekommen. Leg diesen Apfel auf euren Kopf. Führe meine Lanze. Meine Kalender von 2015 habe ich aufgemampft, alle. Auch deinen Nina inzwischen. Hey, na, jetzt verwendet er sein Fass. Sein, hier, sag schon. Sein Dingens da. Kill-Command. Na komm, ein Treffer wenigstens noch, damit das nicht... Das, dann hättest du auch gar... Fucker. Ich ergebe mich. Hier, alles auf Face. So, letzte Runde. Akro-Druid jetzt. Jetzt Akro-Druid-Action. Ich möchte nochmal den Teufelshasher sehen. In Aktion. Hier mit, raus. Mit Coin und Anregen und, Druid, hier Streiterin oder so. Irgend sowas. Gegen Valera. Seid auf der Hut. Ich muss die Wildnis schützen. Den Teufelshasher, aber kein Ramp. Und dann bringt mir das auch nichts. Das ist okay. Anregen. Schon wieder die blöde Naturgewalt. Will ich am Anfang noch nicht auf der Hand haben. So. Faust soll ich schon kontaktieren. Das ist eine Scheißhand. So, jetzt will ich dann wenigstens jetzt was ziehen, was 5 Mana kostet. Den Druiden der Klaue vielleicht, Lowfab oder eben den Teufelshasher, wenn ich das Anregen jetzt schon auf der Hand habe. Was soll ich denn sonst mit Prankenhieb? Naturgewalt, vor allem Naturgewalt ist eben Müll, Force of Nature, jetzt. Das ist eine Kombokarte, so nicht. Und der Prankenhieb, ich habe doch das Board gerade. Ja, nicht. So viele Möglichkeiten. Ich glaube, ich coin den trotzdem raus, bevor der irgendwelchen Quatsch macht. Auch wenn das jetzt gar nicht in die Mana-Kurve reinpasst. Muss das Land bewahren. Ein Mana übrig, total Banane. Aber wer weiß, hat er irgendwelchen Scheiß mit dem Eck gemacht oder so. Da habe ich keinen Bock drauf. Und jetzt kommt das natürlich zum Heulen. Ich spüre den Zorn der Natur. Es ist zum Heulen. Aber ich wollte nicht das Risiko eingehen, dann kann er das irgendwie buffen und traden und dann hat er noch einen 4-4er noch hinterher und dann habe ich keine Lust mehr. Nein, du kannst nicht Bedarf wirbeln. Du kannst die Schnauze halten. Auf Wiedersehen. Spürt den Zorn der Natur. So, jetzt wenigstens den Teufelshasher gespielt. Den wollte ich ja nochmal spielen jetzt in der letzten Runde mit dem Akku-Druid.
Dann lassen Sie mal sehen. Herr Schurke. Ist auch kein Herr, ist eine Dame. Frau Schurke. Kopfnuss. Fucking Fucker. Welcher jetzt kopiert? Der geisterhafte Krabbler. Spürt den Zorn der Natur. Jongleur wäre jetzt einfach weggenatzt worden. Hatte ich keinen Bock drauf. Da hatte ich keinen Bock drauf. Ohne mich. Legt diesen Apfel auf euren Kopf. Komm, triff was Gutes. Okay. Den Zorn der Natur. So, jetzt haben wir ordentlich Damage draußen liegen. Mal gucken, was er machen kann. Im Chat kommen die Kindheitstraumata von manchen Widern, die ihr gesamtes Deck verloren haben. An den Teufelsäsche. Ich verliere nicht mein gesamtes Deck an den Teufelshäsche. Ich rocke das Haus fett mit dem Teufelshäsche. Zehn, vierzehn, sechzehn. Ich muss das Land bewachen. Und tschüss. So gewinnt man nicht mit dem Teufelshäsche. Guckt's euch an. Dann nächstes Mal mit dem Teufelshäsche nicht verlieren, sondern fett das Spiel rocken. Das ist nämlich eine geile Karte. Unter den richtigen Umständen. Und meistens sind die Umstände ziemlich gut. So. Damit den Akro-Druid. Vielen Dank, Akro-Druid. Das könnt ihr noch erleben, wie das Deck jetzt gelöscht wird. Danke übrigens, Blizzard, mal wieder. 9 Deck-Slots. Reicht ja völlig aus. Top Blizzard. Ich finde Blizzard ziemlich super. Ist eine meiner Lieblingsfirmen, weil sie einfach geile Spiele gemacht haben, an die ich auch viele schöne Erinnerungen habe. Top Firma. Und ich mag die Firma an sich. Ich kenne auch viele Leute, die hier arbeiten. Ist alles super. Top Leute, Top Firma, Top Spiele. Aber verfickte Scheiße. 9 Deckslots, gerade auf Mobile. Ist das Fuck you, Blizzard. Also dafür. Für alle anderen Sachen nicht. So. Naja, ich verabschiede mich jetzt in die Pause und dann gibt es gleich ein Milrogue, wie sich das der Roy Meyer gewünscht hat. Bis gleich.